Im Jemen ist es zu Luftangriffen und gewalttätigen Zusammenstößen gekommen. Die Auseinandersetzungen fanden im Westen des Landes in der Region Hodeida statt. Damit ist der von den Vereinten Nationen ausgehandelte Waffenstillstand für den strategisch wichtigen Hafen Hodeida gebrochen worden. In der vergangenen Woche hatte eine Delegation der Houthi-Rebellen mit der jemenitischen Regierung unter der Vermittlung der UNO miteinander gesprochen. Das Treffen in Schweden war das erste der Konfliktparteien seit 2,5 Jahren. Die Vereinten Nationen fordern für den Jemen einen dringenden Einsatz von UN-Beobachtern. Damit soll der Waffenstillstand in der Hafenstadt Hodeida und der Abzug rivalisierender Streitkräfte durchgesetzt werden. Dies könnte ein Durchbruch im 4-jährigen Bürgerkrieg im Jemen sein. Der Konflikt begann 2014 und hat bis heute 10.000 Todesopfer gefordert. 8 Millionen Menschen sind vom Hungertod bedroht.